Heute werde ich versuchen, ein Instrument nur aus einem Stock zu bauen. Das Ziel ist, dass ich am Ende ein Instrument habe, mit dem ich in der Lage bin, einen Ton oder eine Melodie zu spielen. Und damit ich auch nur die minimalste Chance habe, das zu schaffen, darf ich 5 Gegenstände verwenden. Und die befinden sich in diesem Umschlag. Und da schauen wir jetzt mal rein, und zwar so, dass ich genauso überrascht bin wie ihr gleich. Und der erste Gegenstand ist ein Becher. Ja, warum denn nicht? Ein Becher. Und der zweite Gegenstand. Ein Feuerzeug. Mal schauen, was wir damit machen können. Und der nächste Gegenstand. Warum verhakt sich das so? Ich versuche, einen Gegenstand zu greifen und irgendwie hängt da was dran. Das kann nur eins bedeuten. Ein Magnet. Und dadurch, dass da schon ein bisschen was dran gehängt hat, und zwar, jawohl, ein Messer. Immerhin ein Messer, das ist mal ein vernünftiges Werkzeug. Nicht wie in der letzten Folge, wo ich mich super schwer getan habe, irgendwas zu bauen mit den Gegenständen, die ich hatte. Falls ihr das nochmal sehen wollt, dann habe ich euch die Folge hier oben natürlich verlinkt. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Korken. Okay, das sind meine 5 Gegenstände und ihr dürft jetzt schon mal in den Kommentaren da lassen, was ihr denn aus diesen Gegenständen und einem Stock für ein Instrument bauen würdet. Mein Name ist Captain Joe von Abenteuer Oase, kreativ und draußen. Viel Spaß mit dem Video. Kurze Lagebesprechung. Also, wir sind schon mal ein bisschen besser dran als bei der letzten Folge. Mein Highlight für diese Folge ist auf jeden Fall, dass ich ein Messer habe, was ich benutzen darf, und Stöcke. Das ist wenigstens mal eine sinnvolle Kombination. Als nächstes habe ich ein Feuerzeug. Gut, ist jetzt relativ nass, also geringere Waldbrandgefahr. Aber ehrlicherweise, ich wüsste jetzt trotzdem nicht gerade, wofür ich das brauche. Ich will ja eigentlich keinen Stock verbrennen. Oder doch? Nein, ich will keinen Stock verbrennen, aber ich würde gerne ein Instrument aus einem Stock machen. Vielleicht bringt sie uns ja was. Das nächste ist ein Korken. Ja. Ich meine, mit Messer, ich kann den ja kaputt machen und den vielleicht für irgendwas Besonderes benutzen. Schauen wir mal, behalten wir uns im Kopf. Zum Magneten habe ich gerade nicht so viel zu sagen. Ist halt ein Magnet. Das Messer ist magnetisch. Ja, geil. Okay. Und ein Becher. Weiß ich jetzt auch noch nicht genau, was das wird. Das sind meine 5 Gegenstände. Wir sollen ein Instrument mit einem Stock machen. Und das bedeutet für mich, wir brauchen erstmal einen Stock. Und für mich kommt kein morsches Holz in Frage, da passiert ja nicht mehr viel. Also das können wir irgendwie zerknautschen und das war's. Das heißt, meine erste Aufgabe wird darin bestehen, hier ein bisschen Holz zu sammeln, was noch so ein bisschen Stabilität, ein bisschen Grip hat. Aber ich achte natürlich darauf, jetzt nur Totholz abzumachen und nicht irgendwas von den Bäumen abzureißen. So, jetzt ziehe ich mir erstmal meine Handschuhe an. Also hier liegt schon einiges Totholz auch am Boden. Das ist zumindest trocken. Man sieht innen so, dass es natürlich schon im Vermoderungsprozess angekommen ist. Ja, ist auch ganz normal. Also ich glaube, damit müssen wir uns hier zufrieden geben. Baumarktreifes Holz werden wir hier natürlich nicht bekommen. Ganz nette Info für euch vielleicht. Wo befinden wir uns hier? Die Profis unter euch haben es bestimmt erkannt. Wir befinden uns hier in einem Buchenwald. Einerseits erkennbar natürlich an den wunderbaren Buchen, an den wunderbaren Bucheckern, die hier überall auf dem Boden liegen, oder die Hüllen eben von den Bucheckern. Aber, und das finde ich halt auch ganz schön, sind die Buchen hier nicht alleine, sondern wir haben auch noch ein paar Eichen. Und das ist hier zum Beispiel eine Eiche. Ja, und es ist auch kein richtig dunkler Buchenwald, wie wir das öfters mal bei Buchenwäldern haben. Hier ist so ein bisschen eine Lichtung, was ganz schön ist, um jetzt heute hier dieses Video zu drehen. Also ich frage mich jetzt schon so ein bisschen, wie gut muss das Holz sein? Ich habe da noch keine abschließende Antwort drauf. Ich weiß auch gerade noch nicht, wie dick das Holz sein soll. Das heißt, ich schaue erstmal gerade nach gutem Holz. Und das hier könnte so etwas sein, das sieht von der Rinde schon relativ runter aus, aber von dem Holz
eigentlich noch ganz gut. Ja, und da würde ich sagen, es ist ein bisschen das, was wir suchen. Das heißt, ich nehme das mal mit. Ist natürlich jetzt sehr dick. Also ich weiß noch nicht, ob wir es ganz so dick brauchen für unser kleines Projekt. So, jetzt habe ich ein bisschen Holz gesammelt, habe unterschiedliche Materialstärken von so relativ dünn bis hin zu etwas dicker, bis hin zu noch etwas dicker, bis hin zu Knüppel. Ja, und jetzt ist ein bisschen die Frage, was wir daraus machen können aus einfach nur Holz. Erste Idee, und die habt ihr bestimmt schon in die Kommentare reingeschrieben, ist natürlich ganz so klassisch, geht es wahrscheinlich in Richtung Klangholz. Ja, Klanghölzer sind, glaube ich, erstmal so der erste Vorschlag, der einem einfällt. Da braucht man nicht mehr als ein Holz und kann aufeinander klopfen. Ich denke auch, das ist so das Erste, was wir probieren. Das Zweite, was mir in den Kopf gerade gekommen ist, während ich gesammelt habe, war Xylophon. Wo ich mir gedacht habe, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, unterschiedliche Töne auch rauszubekommen? Also ein bisschen wie diese Claves letztlich, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Klang in irgendeiner Form. Das ist so meine zweite Option. Fällt euch noch was ein? Wie gesagt, jetzt direkt in die Kommentare hauen und dann schaue ich mal, ob ihr vielleicht nicht sogar auch noch bessere Ideen hattet als meine zwei. Und lasst uns diesmal einfach starten. Also, Claves, wir kommen. Der hier ist mir gerade zu dünn zum Starten. Deswegen nehme eine dicke Stärker. Ich brauche ja keinen so langen Stock, das heißt, ich würde jetzt gucken, dass wir den hier vielleicht einfach mal durch drei teilen. Ja, fertig. Also bei Claves ist ja wichtig, dass sie in der Hand klingen können. Deswegen nimmt man die Hand so, dass man ein Clave hier reinlegt. Dann kann man in der Mitte klopfen. Das klingt lauter, als wenn man einfach so macht, denn dadurch gibt es hier einen kleinen Hohlkörper, der einfach schon mal klingt. Das ist sicher nicht schlecht, aber da können wir vielleicht noch mehr rausholen, wenn wir hier einmal entrinden. Oh, das ist schönes Holz. Das ist Eiche, die wir da eingesammelt haben. Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. So, ich habe die beiden mal ein bisschen blank geschnitzt. Jetzt können wir mal hören, ob das schon einen Unterschied macht. Ich würde sagen, auf alle Fälle. Also das macht auf jeden Fall schon mal einen krassen Unterschied. Das heißt, wenn da quasi nichts mehr stört, was stoppt, es hat gleich einen viel helleren, klareren Klang. Gut, das war jetzt die simple Variante. Und jetzt schauen wir mal, ob wir Instrument Nummer 2, Xylophon, denn auch hinbekommen. Als erstes müssen wir dafür meines Erachtens nach uns auch solche kleinen Klanghölzer schnitzen, so wie sie auf dem Xylophon drauf liegen. Also so. Und dafür brauchen wir jetzt Holzstückchen in unterschiedlichen Dicken oder Längen oder Dicken und Längen. Ich werde es jetzt ausprobieren. Also ich versuche auf jeden Fall mal verschiedene kleine Klanghölzer zu bauen, so wie sie bei einem Xylophon auch vorhanden sind. Das ist so fest. Auch das ist leider Eiche. Da merkt man nochmal, was Eiche für ein hartes Holz ist. Wie kriege ich das hin? Ich könnte es anschnitzen. Was eine Scheißarbeit. Wir haben es klein. Hier merkt man, dass das Holz auch schon ein bisschen durch ist. Das reicht erstmal, damit wir den nächsten Schritt umsetzen können. Und ich hatte eben noch eine richtig gute Idee, denn der Becher ist gar nicht mal so schlecht für ein Xylophon, denn wir brauchen ja auch irgendwas, wo sich der Klang so ein bisschen zumindest entfalten kann. Können wir ja mal ausprobieren, wie das klingt. Ich lege einfach mal das dünnste Holz drauf und gucken wir mal, wie das Ganze klingt. Machen wir das mit dem eine Nummer dicker. Jetzt machen wir das mal mit dem Brecher. Ja, da klingt, glaube ich, eher dieser Stock als das andere. Da kommt nichts zum Vibrieren. Das ist einfach zu fett. Okay, ich merke gerade, das mit dem Becher ist eine richtig coole Idee. Und damit zumindest diese beiden Hölzer hier so ein bisschen Grip haben, ein bisschen drauf liegen bleiben, werde ich die jetzt einfach anschnitzen. Ja, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Und das Ganze jetzt noch bei dem anderen. Okay,
könnten ja mal beide drauflegen. Klingt noch nicht ganz optimal. Deswegen werde ich jetzt noch Folgendes machen. Bei den Xylophonen und so haben die zwischen diesen Stäben da, wo sie dann eben in dem Resonanzraum auch klingen können, sind sie ein bisschen dünner. Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch einfach. Next try. Okay, ich glaube, das machen wir jetzt auch noch mal beim anderen. So, und jetzt habe ich auch hier oben ein bisschen was abgenommen und hier. Und jetzt können wir mal gucken. Klingt schon irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber noch nicht so prägnant. Ich habe noch eine Idee. Und zwar haben wir auch noch diesen Kork. Eine Sache, die ich mir jetzt gut vorstellen könnte, wäre einfach mal nicht das immer als Schlegel zu benutzen, sondern dass wir jetzt einmal einen anderen Schlegel bauen mit dem Korken vorne dran. Das heißt, dass der einfach ein bisschen vorsichtiger das Ganze anschlägt und der Klang nicht so sehr von dem anderen Klangholz kommt. Und was wir auch noch machen können, ist das andere so ein bisschen vielleicht mit dem Kork zu schützen. Ich weiß noch nicht, ob das richtig klappt, aber das wäre so jetzt noch ein Versuch, den ich mal machen würde, um zu gucken, ob wir es tatsächlich hinkriegen, noch mal ein ganz cooles Xylophon hinzubekommen. Also, Korken, das reicht, glaube ich, als Art Schlegel. Oh, gut. Hier müssen wir vorsichtig sein, auch schon ein altes Ding. Ich spitze es einfach an, bis es irgendwann auch mal spitz ist. Och Mann, der ist wirklich einfach wie so ein billiger Bleistift, der einfach nicht spitz werden will und die Mine immer abbricht. Nächster Versuch. Ja. Das fühlt sich nach einer gut erhaltenen Eiche an. Wir können hier mit so einem Spieß anfangen und dann können wir gucken, ob wir hier einfach reinkommen. Ja, genau so. Also ich würde jetzt erstmal den Versuch machen, ohne die Auflagen nochmal zu machen, in der Hoffnung, das gibt ein bisschen was. Beim anderen? Nee. Nee, bei dem irgendwie nicht, aber bei dem hier hat es doch gut geklappt jetzt, oder? Gegenvergleich? Gegenvergleich, ganz schlimm. Ich weiß noch nicht ganz, woran es liegt. Vielleicht mache ich das noch einen Ticken dünner jetzt. Vielleicht liegt es an der Dicke, wie ich das hier geschnitzt habe. Möglicherweise. Ich bin kein Instrumentenbauer, deswegen weiß ich das nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen die Idee, dass wir hier die Möglichkeit haben, das mal praktisch zu versuchen. So, nächster Versuch. Jetzt ist nur die Frage, was für Töne haben wir hier? Also mit dem anderen zusammen will es irgendwie nicht klingen. Zu zweit klingt es nicht so richtig gut, aber aha. Wenn man das als Klangholz benutzt und das andere auch, dann hört man schon den unterschiedlichen Ton. Also, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir einfach dann im der Becher natürlich mit vibriert. Und dadurch kriegen wir es eben nicht hin, dass quasi, wenn zwei Hölzer drauf liegen, dass sie einen unterschiedlichen Ton machen. Ich könnte ja jetzt auch so auf diesen Becher schlagen. Das heißt, der Becher hat ja einen gewissen Eigenklang auch. Aber in dem Moment, wo ich hier dieses Hölzchen drauf habe, kriege ich ein ganz anderes Volumen und das finde ich schon mega gut. Und ich glaube, man müsste es schaffen, dass es ähnlich wie beim Xylophon ist, dass diese Hölzer eben nicht aufliegen auf dem Resonanzkörper, sondern dass die frei schwingen können über dem Resonanzkörper. Das kriege ich, glaube ich, jetzt hier und heute nicht hin, wenn ich jetzt hier von dem Korken ein bisschen was abschneide, um das zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das dann befestigen soll, dass es hier mir nicht im Wald verloren geht. Das heißt, das kann ich hier leider nicht ausprobieren. Und deswegen sind wir, glaube ich, schon an einem ziemlich guten Ergebnis. Hört noch mal hin, was wir heute geschafft haben. Und die Klanghölzer. Okay, kommen wir zum Fazit. Wir haben heute versucht, aus einem Stock ein Instrument zu machen, mit dem wir irgendwie es hinkriegen, eine Melodie oder einfach nur einen Ton zu spielen. Dafür haben wir hier gutes Holz im Wald gesucht und ich glaube, da haben wir einiges gefunden. Eiche ist ein super Holz, das hat eine gewisse Festigkeit und vergammelt natürlich auch nicht so schnell. Das heißt, wir hatten jetzt hier mega Glück, dass wir mit Eiche so ein tolles Holz gefunden haben. Und dann haben wir zwei Sachen ausprobiert. Und zwar das eine waren
die kleinen Klanghölzer hier, die ich zurechtgeschnitzt habe, wo wir gemerkt haben, ah, das mit der Rinde ist nicht so geil, aber wenn die blank sind, tippitoppi. Super schnell gemacht, super einfach. Die haben einen nicen Klang. Also das würde sich auf jeden Fall anbieten, in irgendeinen Sound, in irgendeinen Song mit einzubauen. Auch wenn das natürlich ein Ton erstmal ist, den könnte man auch irgendwo out of the box bekommen, aus irgendeiner MIDI-Datei. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es schön. Wir sind hier draußen unterwegs, wir können unsere Instrumente selber machen. Vielleicht klingen die manchmal wie auf einer MIDI-Datenbank, aber ich habe zumindest im Gefühl, wenn ich daran arbeite, die sind ein bisschen persönlicher. Und ich glaube, man hört es. Was denkt ihr? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Aber das war es natürlich noch nicht mit unserem Fazit. Das zweite war ein Waldxylophon. Dafür haben wir zwei Stäbe gebaut. Der dritte war zu dick, hat gar nicht geklungen. Die zwei haben eine gewisse Art von Klang. Wenn man sie einzeln auf dem Becher legt, kommt der Klang auch gut zur Geltung, wie ich finde. Zusammen unterbrechen die sich in den Resonanzen. Das heißt, wir können keine zwei Stöcke auf einen Becher legen und haben dann zwei Töne, sondern die unterbrechen sich ein bisschen. Würden wir es hinkriegen, wie bei einem professionellen Xylophon, die Resonanzen schwingen zu lassen, dann hätten wir wahrscheinlich hier auch zwei unterschiedliche Töne. Kriegen wir jetzt aber an der Stelle leider nicht hin. Trotzdem hätte ich vielleicht mehr Material, hätten wir es vielleicht hinbekommen. Also insofern war die Materialauswahl natürlich in der Hinsicht stark beeinflussend. Aber ich fand die Hilfsmittel diesmal ganz gut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sie gefunden habt. Letztes Mal war es ja ein bisschen chaotisch. Dieses Mal, klar, Messer, mega geil. Damit konnten wir einiges schaffen. Sonst hätte ich euch ehrlich sagen müssen, wäre es wieder richtig schwierig geworden. Also Messer ist ein tippitoppi Tool dafür. Aber wir konnten auch andere Sachen verwenden, und zwar den Korken und den Becher. Also haben wir von 5 Gegenständen 3 benutzt. Und ich finde, das ist keine schlechte Quote, denn alle 3 Sachen haben dazu beigetragen, dass wir hier richtig coole Waldinstrumente gebastelt haben. Das war's mit meinem kleinen Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt ein Like da. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dann auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, welchen Waldgegenstand ich noch ausprobieren kann, um daraus ein Instrument zu bauen. Oder natürlich auch, welche Gadgets noch wirklich hilfreich wären, um was Cooles hier im Wald zu bauen. Aber Achtung! Bitte nicht so offensichtlich. Ich muss ja auch manchmal ein bisschen nachdenken. Klar, Messer war offensichtlich, aber es geht auch manchmal ein bisschen weniger. Also bleibt kreativ und draußen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.